Ja, wir warten noch auf die Feli. Macht euch keine Sorgen. Ist schon Montag. So ein geiles Gefühl, dieses Auto zu starten. Ja, 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 ist so. Das ist so geil. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder soweit und es geht wieder um einen Hypercar. Es ist Sonntag. Und wo bin ich dann richtig? Bei Yevgeny. Und zwar geht's heute, Sonntag, um den... Ferrari F40, das ist das letzte Auto, wo der Enzo Ferrari persönlich noch mit am Werk war. Das hat er zum 40-jährigen Jubiläum rausgebracht, das Auto. Und es war eigentlich geplant, dass nur ca. 450 Autos produziert werden. Mhm. Und dann hat das Auto, sollte das Auto auch damals kosten 444.444 D-Mark. Dann ist der Enzo Ferrari kurze Zeit später gestorben. Im Endeffekt wurden ca. also 1300 Autos produziert, also extrem viel in dem Segment, weil Ferrari gemerkt hat, ey komm, wir können damit jetzt Geld verdienen. Ich habe aber 2016 einen gekauft. Oh. Damals habe ich dafür bezahlt 850.000 Euro. Aber ist schon war nicht günstig, ja? Weil war damals das, schon nicht günstig. Genau, 2016, die Preise waren noch deutlich günstiger. Genau, genau, genau. 850, genau. Das ist Preise 2019, 2020. 20, genau. Aber trotzdem, der hatte Top-Historie, deutsche Auslieferung, deutsches Auto, war perfekt. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und warum ich da ein Problem hatte, weshalb ich ein Problem hatte, das Auto zu verkaufen, erzähle ich euch später. Jetzt kommen wir erstmal zu diesem Goldstück hier. Von drin total puristisch gehalten, also im Endeffekt zwei Tachos reingehauen. Und jetzt machen wir mal die Motorhaube auf, weil das ist ein Akt. Alter, boah. Das ist zwar alles Carbon, aber guck dir das mal an. Ja, Yevgeny, lass dir noch Zeit. Du schaffst das? Lass dir noch Zeit. Okay. Oh, jetzt ist es, jetzt ist es fertig. So. Aber guck mal, das ist ein Kunst. Guck dir das mal an. Heckmittelmotor, dann haben sie zwei Turbolader gehabt. Und die Turbolader vom Werk aus, das war eine japanische Firma, die Turbolader entwickelt hat und auch hergestellt hat. Und die sind kurze Zeit später pleite gegangen. Die waren Konkurs. Und wenn du dann ein Problem mit deinem Turbolader hattest, hattest du natürlich ein Riesenproblem, weil es gab keine mehr. Es gab Sag mal, deine mehr. F40. Ja. Sieht so genau aus? Nee, der sieht anders aus. Genau. Der sieht anders, der ist komplett umgebaut. Genau, du hast zwei flache, große Intercooler. Genau, genau, genau. Ja, genau. Hier hast du Airbox. Mhm. Das ist alles weg, das ist ja, das ist auf Le Mans umgebaut. Genau, genau. Das ist Auto war das Auto von 1990. Es war offiziell bei Ferrari Neuser in Deutschland drei offiziell Fahrzeuge, welche auf Le Mans Spec umgebaut. Okay. Die waren Leute von Werk. Ja. Hier in Deutschland. Ja. Und alle Originalteile bis jede Details gemacht wie LM-Fahrzeug. Okay. Und das ist Oberfahrgestellnummer, das ganz normale F40, okay. Aber absolut Le Mans-Spec. Okay, Wahnsinn. Vom Werk aus? Vom Werk. Mit Bremsen, mit Motor getunt, mit Fahrwerk, mit allen Aero-Teile, ja, mit Kit, mit Body-Kit, alles. Felge, alles LM. Vom Werk. Vom Werk. Krass. Also ich schätze mal jetzt einfach, das Ganze wieder zurückzubauen auf ein Original F40. Das sind 300.000. Ich habe Angebot, das alles zurück im Original umbauen, weil ja. Ich habe einen Kunden, welcher hat gesagt, okay, mir gefällt das Auto gut, aber ich will im Original zurückmachen. Obwohl, sag mal, macht das Sinn oder nicht? Nein, wenn das Original vom Werk ist. Genau, ich finde das auch nicht, genau, weil das genau. Im Massini-Buch alles genau. So dokumentiert. Mhm. Das ist Geschichte genau von das Auto. Was ja, für? Mega. Also wenn das Auto original vom Werk umgebaut ist, dann auf gar keinen Fall, dann würde ich es so lassen. Genau. Aber wenn das Auto nachträglich umgebaut worden ist, würde ich mir das schon überlegen. Jetzt, wo liegt er jetzt preislich? Bei 2 Millionen. 2 Millionen Euro. Krass. 2 Millionen Euro. Und das eine von günstigsten Fahrzeugen auf dem Markt. Krass, ja. Weil die... Im Originalzustand mit kleinen Kilometern, mit super Historie, wenn das europäische Fahrzeug noch deutsches oder aus Niederlande, die Preise liegt 2,2, 2,4, 2,5 und weiter. Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen. Das Auto ist, ihr seht ja, fast die Hälfte des Hinterwagen kommt hoch. Das heißt, das Auto ist sehr transparent. Und jetzt zeige ich euch mal, worauf man achten muss, wenn man einen F40 kaufen möchte.
Das Auto ist komplett aus Kohlefaser. Und dann können wir natürlich sehen, wenn es hier irgendwo irgendwelche Beschädigungen hätte oder hier einen Crash hätte oder sowas, dann sieht man hier immer Matten, wie die das verbessert haben. Und das ist jetzt hier in dem Falle nicht so. Kannst du noch einen Trick? Wie kannst du gucken, ob das Originalteile von Fahrzeug oder nicht? Du machst hier Lichter runter, ja, und hier eingraviert Fahrgestellnummer von Auto. Ah, es gibt, okay, bei Tür, Motorhaube, Stoßstange, mhm, Markierungen mit Fahrgestellnummer von das Auto. Ach so, Wahnsinn. Ja, siehst du, das wusste ich nicht. Aber ansonsten muss man sich die Technik anschauen. Und dann hat das Auto noch eine ganz, ganz große Krankheit. Das Auto hat nämlich zwei Tanks verbaut bekommen. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Und das ist ein ganz spezielles Mittel, womit sie die Tanks gebaut haben, um extrem viel Gewicht zu sparen. Alle 10 Jahre musst du einen neuen Tank machen. Ansonsten stinkt das Auto sehr, ja, und es ist auch gefährlich. Aber da gibt es ja einen Trick. Ganz gefährlich, genau. Ja. Es gibt aber einen Trick, du musst immer, wenn du so ein Auto Probe fährst, voll tanken und das Auto mal ein bisschen laufen lassen. Das heißt nicht, dass es immer 10 Jahre sein muss. Wenn das jetzt vor 7 Jahren gemacht worden ist und das Auto nie bewegt wurde und immer Tank leer war, kann das dann auch fällig sein. Und es gab eine Zeit beim Ferrari, da konntest du die Tanks gar nicht nachbestellen. Das gab es nicht. Die Tanks gab es nicht. Und dann hast du dir dein F40 gekauft, konntest aber das Auto nicht fahren, weil du keine Tanks bekommen hast. Und die Tanks liegen ungefähr bei 15. Was kostet kleine Inspektion mit Tank? 25? 70. 70? 70.000 Euro, eine kleine Inspektion mit Tankwechsel. Aber kleine, okay, das ist alle Flüssigkeit und mit Tank, mit Zahnriemen, ja? Okay, Zahnriemen, beide Tanks und Flüssigkeiten neu, ca. 70.000 Euro Service. Alter, komm, wir machen wieder zu. Warte. Alter, scheiße. Du schaffst das? Ja, ich schaff das. Ist ja dein Kopf. Vorne natürlich hätte der Original Klappaugen, das hat der Le Mans nicht. Genau. Der Le Mans hat jetzt ganz normal die Frontscheinwerfer dann hier abgedeckt mit Plexiglas und geschützt in dem Sinne. Und diese Spiegel, die nützen dir gar nichts. Genau, das ist nur Reglement, weil das Auto muss das haben. Das, mhm, auch gehört zum LM-Fahrzeug. Ja. Genauso wie Plexiglas. Genau. Hier. Genau. Dann haben wir Spoiler, mhm, dann Felge von OZ, mhm, dann Bremse. Ja. Und Feuerlöschersystem und es gibt noch viele kleine Details, welche gehört zum LM-Spec. LM-Spec dazu, okay. So, und dann gab es noch natürlich... Wo liegt Preise heute bei LM? Boah, original. 5? 11. 11 Millionen. Für 5 kriegst du schon. GT, es gibt 7 Stück GT. Mhm. GT, das ist zwischen normale F40, mhm, und LM. Mhm. Liegt Preise bei 5,56 Millionen. Mhm. Und LM, letzte war... Jahre auf dem Auktion, ja, aber Schätzung von 2023 11 Millionen. 11 Millionen Euro für ein Original LM. Aber kriegen wir hierfür eine Straßenzulassung? Das Auto mit Straßenzulassung. Ist mit, ja. Trotz dieser, ja, Spiegel? Ja. Weil da siehst, ja, du gar nichts. Das ist unfassbar. Aber allein so ein Design. Und dann gab es ja die erste Serie, die war immer mit Plexiglas. Genau. Und dann kam die zweite Serie mit Kurbelglas. Das war noch Cut ohne Cut. Cut ohne Cut und dann mit Lift und ohne Lift. Bei den Kennern, die möchten alle keinen Lift haben, weil das immer angefangen hat zu ölen, ist nicht gerade sehr beliebt auf dem Markt. Ne? Das Auto war produziert bis 94 oder bis 92? 92. Genau. Rennwagen war bis, genau, 94. Genau, genau. Mein F40 war damals perfekt, hatte sogar ein Klassik-Zertifikat, alles, aber das Auto hatte einen ganz, ganz kleinen Wildschaden. Immer wenn das kam, haben sie immer gesagt, nee, nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Ich hatte das Auto damals inseriert gehabt für 1,15. Und jetzt liegen die Autos bei 2. Ja. Wenn du überhaupt einen bekommst für 2. So, Innenausstattung muss man sich auch immer anschauen. Die Sitze aus dem Formel-1-Wagen damals. Die haben einen Brandschutz und die sind auch nicht mehr lieferbar oder die waren nicht mehr lieferbar damals. Das ist auch eine ganz wichtige Nummer und viele Sattler können das nicht mehr nachmachen. Und das Auto hat einen Carbon-Monocoque bekommen damals. Das war ein Highlight, weil das ist hohl. Also hier ist meine Tür und das ist schon die Außenout. Wenn seitlich einer reinknallt, ist es eigentlich vorbei. Aber jetzt hast du hier dein Carbon-Monocoque. Und selbst da haben die eine Krankheit, die F40. Siehst du das, die grüne Klebepaste da? Das sieht aus wie Silikon. Wie Silikon, ja. Genau. Und das muss nach einer Zeit immer wieder nachgemacht werden, weil das löst sich auf. Da musst du es wieder zum Ferrari, zu einem Spezialisten bringen, der das wieder nachklebt in dem Sinne. Also, das heißt... Dieses Auto lebt. Wie viel PS hat der jetzt hier? 620. So, ich würde mal sagen, wir fahren, oder? Gerne.
Das wird so heiß da drin. Ja, sicher, komm. Alles klar. Also, jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Ja, wir warten noch auf die Feli. Macht euch keine Sorgen. Ist schon Montag. So ein geiles Gefühl, dieses Auto zu starten. Ja, 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 ist so. Das ist so geil. Das ist Bremse. Das ist die Bremse, ne? Du hast kein ABS. Ja. Das heißt, wenn du sofort in die Bremsen gehst, ist so, als wenn du bei Glatteis seid. Und kalt ist. Kalter Asphalt. Und dann? Und dann Problem. Nein, dann machen wir nochmal. Das ist das letzte Auto, wo Enzo Ferrari mit dabei war. Das ist doch krass. Die neue Generation, jetzt der LaFerrari oder der SP1, SP2, SP3, das sind problemlose Autos eigentlich. Ja, die stellst du ab, machst du Batterieladegerät dran. Kannst den ganzen Winter stehen, genau. Dann kannst du anmachen, losfahren. Genau, immer zu den Inspektionen. Hier musst du gucken, Sprit, frische Sprit, genau. Tank, Turbolader, genau. Ölzustand. Wie ist die Resonanz auf das Auto? Sehr gut. Jeder, der denkt, ach komm, ich kaufe ein Auto für 2 Millionen Euro, der muss auch Servo haben, der liegt hier falsch. Ist auf der Basis von den 280 GTO, ne? Genau. Genau, das darf es man ja auch nicht vergessen. Es gibt 250 GTO LF oder eine von letzter. Okay. Und der hat schon Heckwerk F40. Im Endeffekt muss man sagen, das ist ein Auto rein, also Sammlerauto durch und durch. Ja. Durch und durch. Und auch bei 1300 Autos ist es halt trotzdem so stabil geblieben und so wertsteigernd, das ist unfassbar. Und du weißt, der letzte Trend, das Auto genau auf dem Grenze Youngtimer, Oldtimer, ja, heute schon. Genau. Und jetzt absolut Trend von Ende 80er, Anfang 90er Jahre, so genau. Limitierte Autos, genau. Und Hypercars. Genau. Deswegen F40 genau in dieses Segment, ja. Weil F50 heute ist schon unbezahlbar. Absolut, das ist wenn vorbei. Der ist schon, ist okay. Ja, 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 ja. Aber der F50 wollte damals keiner haben, jetzt liegt er über 5 Millionen. Ja. Fast LaFerrari Aperta-Preise. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir bei den Ferrari F40 auch die Preise, also für ein gutes Auto in Original, also er ist ja auch Original, aber ja, jetzt normal, kein Le Mans. Ja, ja, ganz normale Straße. Bis zwischen 1,8 bis 2,5 Millionen Euro, genau. Locker. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das Auto ist mega geil. Dann haben sie hier im Dachhimmel so eine Wölbung drin, damit du, wenn das, du einen Helm trägst. Nee, da, ja, das ja, aber hier wegen Helm. Man hat gemerkt, dass er lange nicht mehr gefahren worden ist, aber jetzt, wo du den fährst, ja, das, der wird immer besser, genau, der wird immer ruhiger. Genau für Bremsen, ja, muss man genau einfahren, genau, und genau, genau. Das kommt. Boah, ich schwitze richtig hier. Lüftung brauchst du gar nicht anmachen, bringt hier nichts. Vor allem ist das Auto ja dafür gedacht auf der Rennstrecke und du musst ihn immer, wenn du den richtig fahren möchtest, musst du immer Kupplung rein, schalten, Kupplung raus, knallen, ne? Und dann Gas geben. Ne? Das ist und runterschalten Zwischengas? Und, ja genau, runterschalten Zwischengas. Sonst ist das Ding unfahren, bin immer nur Serie gefahren. Und das ist alles ein bisschen anders hier bei den Leuten. Yeah. Das ist unglaublich. 6 Millionen ways to die. So I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Das sind aber Magnesiumfelgen, sehe ich gerade, ne? Das heißt, die verzeihen dir keinerlei Fehler. Sobald die irgendwo an einen Parkkrempler oder sowas rankommen, musst du die erneuern. Die darfst du nicht smart repairen. Und vor allem, die müssen nach einer Zeit immer wieder geröntgt werden und nach Rissen gecheckt werden, geprüft werden. Und wenn dann nur ein Haarriss ist, müssen die weg. Dann müssen die erneuert werden. So. Alter, Jevgen, vielen Dank. Danke dir, hat mir wieder Spaß gemacht. Das ist so geil. Boah, du bist ja richtig nass hinten. Dreh dich mal um. Von was, sag mal. Dreh dich mal um. Das sieht man nicht. Der ist richtig nass hier. Meine Hand ist nass jetzt, ey. Also du zeigst so. So, die allerersten F40, die ausgeliefert wurden, daran konntest du mal bei F40 sehr gut erkennen, ob die nachlackiert sind oder nicht. Die waren so hauchdünn lackiert, dass du die Kohlefaserstrukturen durchgeguckt. Also nicht durch, sondern die angeschaut. Wir haben mit dir schon so Fahrzeug gedreht. Welche Fahrzeug hat auch so? Boah. Carrera GT.
Carrera GT, stimmt, stimmt, hast recht. Geht mal ein bisschen zurück. Carrera GT haben wir zusammen gedreht mit der längsten Probefahrt, weißt genau. du noch? Im Klassikrevier. Genau. 40 Jahre Jubiläum kam dieses Goldstück auf den Markt und es ist auch ein Riesenzeugnis für Ferrari, dass trotzdem das Auto ca. 30 Jahre später immer noch so gehypt wird und im Wert so steigt. Guck mal, das Design, ja, das Karosserie mit dieser Technik, ja, Ferrari nie was gebaut. Ja. Das war erste Modell, weil 250 GTO ist geil, aber können wir nicht vergleichen mit der 40. Nein, geht auch nicht, das geht nicht. Im Endeffekt, für jeden Sammler ein Muss. Ich bin froh, dass wir heute dabei sein konnten. Ich bin froh, dass heute uns Evgeny die Möglichkeit gegeben hat, uns mal mit den F40 zu beschäftigen. 2 Millionen Euro steht da hier. Wer es will, hier. Hier ist der Ansprechpartner, der hat immer die Kaufverträge in seinem Auto. Er macht da immer sofort die Kaufverträge. Nur mit dir gefährlich. Nein, weil du nach deiner Frage, mein letzter Preis, dann ist, ich gehe immer aus. Nein, Preisverhandlungen haben wir heute nicht. Aber eine Sache noch zum Schluss, bevor wir aufhören, muss ich euch zeigen, unser Blinker. Guckt Highlights. Euch, genau, guckt euch die Beiträge an. Überall ist dieser Blinker verbaut worden bei den Italienern. Und nur für euch, ich mache mal noch mal ein paar Zahlen. Kleine Inspektion, 70.000 Euro. Das Auto umzurüsten auf einen normalen F40 liegt circa bei 300.000 Euro. Und letzte Information, die ich euch geben muss, ist, von den circa 1.300 Autos wurden circa 90% alle in Rosso Corsa produziert. Das war's. Hast du neue Trend gesehen? Die Leute Tiffany Blue. Und umlackiert im TaylorMade. Es gibt schon im Pink, im Grau, dunkelgrün, blau. Mhm. Aber ich würde es immer in Original lassen. Ich nicht. Nee, okay. Tschüss. Guck mal, jetzt sind wir uns nicht einig. Aber Espresso geht auf dich. Ja. Okay, alles klar.